Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von Nick Frei Zockt. Wir spielen gemeinsam hier Gamers Go Makers und ja, ihr habt das Spiel vielleicht schon gesehen auf YouTube bei anderen Let's Playern. Ich habe es relativ spät mitbekommen, dass es das Spiel überhaupt gibt. Bin mehr oder weniger drüber gestolpert, weil ja, Bekannte von mir das Spiel gespielt haben. Ich habe davon vorher nichts gehört, gar nichts mitgekriegt. Hab dummerweise auch irgendwie mal so einen Moment Pause genossen, bevor ich auf die Gamescom fahren will. Und hab mal einen Tag runtergefahren, ausgerechnet an dem Tag, wo ich runtergefahren habe, wo ich mich mal nicht informiert habe, wo ich mal nicht geguckt habe, wo ich mal nicht durch die Gegend gegangen bin und habe alles Stores durchforstet. Da kommt das Spiel raus. Ja, super. Also habe ich das Spiel erst heute gekriegt, sprich einen Tag nach Release. Aber nichtsdestotrotz. Ja, ich habe Game Dev Tycoon gespielt und dieses Spiel hier ist ja so ähnlich wie Game Dev Tycoon und ich finde es ist härter. Und ihr seht, ich habe mal ein bisschen angespielt und dann ging ich aber auch schon pleite. Und deshalb würde ich sagen, machen wir mal ein neues Spielchen auf. Das erinnert sehr an Game Dev Tycoon, aber das Spiel ist völlig anders. Also, ja, was bleibt mir da noch zu sagen? So, wir nennen uns mal frei Software. Und spielen natürlich als Nick frei. Und spielen auf normal ab 1980. Man könnte hier so 2000, 1990, 1980 spielen. Aber 1980 ist ungefähr die Zeit, ja, wie soll ich sagen, wo es auch bei mir losging langsam. Also da war ich so 5. Und als ich 8 Jahre alt war, so sprich 1983, habe ich dann meinen ersten Computer gekriegt. Und deshalb weiß ich, so grob, was uns hier erwartet. Und ich hoffe, dass mir das ein bisschen hilft hier in dem Spiel. So, View Mode ist full und wir sind männlich und wir sind blond. Ja, was ich ein bisschen schade finde, es gibt keinen orangen Overall. Das ist wirklich ein Manko. Also kein so Polunder in Orange. Ja, keine Ahnung. Wir versuchen es dann einfach mal anders. Ein paar Blue Jeans haben sie bestimmt drin. Genau. Und weiße Schuhe. So, war eigentlich so die Zeit 1990, wenn wir jetzt 1990 wählen würden, müsste ich rote Jeans oder sowas wählen. Das war so die Zeit, da gab es rote Jeans, also 95 rum. Also es war total strange. Verrückte Zeiten, ihr werdet es auch gleich sehen. Waren verrückte Zeiten und von daher. So, ja, wir können hier so ein paar Skillpunkte vergeben. 3 Stück können wir noch extra vergeben, um unseren Charakter, der Fähigkeitspunkte hat, eben anzupassen. Ich würde sagen, wir gehen auf Grafik, auf Sound und auf Gameplay. Also sprich, wir sind mehr der Designer, weniger der Programmierer. Sehe ich das richtig? Na, nicht ganz. Müsste ich eigentlich hier überall Punkte rein. Aber Gameplay ist eigentlich eine Designgeschichte. Grafik, gut, es gibt Grafikprogrammierer, es gibt auch Soundprogrammierer, aber es ist, also ich will hier versuchen, so ein bisschen mehr so Gameplay, Grafik, Sound. Ne? So, erste Neuerung bei Gamers Go Makers gegenüber dem anderen Spiel, nämlich Game Dev Tycoon, ist, wir haben eine Weltkarte. Wow. Und jedes Land hier bietet verschiedene Fähigkeiten auf den Start unserer Firma. Ja, wir können zum Beispiel in Amerika starten und so weiter. Wir können auch in Deutschland starten, weil wir sind ja deutsche Let's Player. Also könnten wir eigentlich in Deutschland auch unsere Firma starten. Wir können auch in Kanada anfangen, wo wir 20% weniger Unterhaltskosten haben. Wir könnten in Neuseeland anfangen, wo wir plus 20% auf die Sales haben. Die mögen allerdings hauptsächlich Casual Games, also Casual Games. Ja, wir gehen nach Deutschland, da kriegen wir irgendwie so ein bisschen Research und Management Games als Bonus. Also wir kriegen einen Bonus auf Research, kostet 20% weniger Zeit für unsere Research-Arbeit und Management Simulation Games gibt es 10% mehr Verkauf. So, starten wir mal. So, wird's auch schon geladen hier, Gamers Go Makers, und wir sind zurück in den 80ern und man soll es nicht glauben, wir können jetzt hier eine Tapete auswählen und wenn ihr glaubt,
Das ist irgendwie hässlich da im Hintergrund. Also ihr werdet es nicht glauben. So eine Tapete kenne ich aus einem Haus aus der Zeit, so 85 rum. Da war mal sowas an der Wand und sowas hier kenne ich aus einem Haus aus der Zeit. Und das hier war, glaube ich, eine Tapete, also so eine ähnliche Tapete hatte meine Großeltern im Schlafzimmer, soweit ich das in Erinnerung habe. Und weil ich die von da kenne, nehmen wir die. Und irgendwie, oh, excellent choice, that's my favorite too, sagt der Entwickler. Sehr schön. Now go ahead, click on your character. Okay, Business. Okay, im Prinzip, ihr seht's hier oben ist der erste große Unterschied. Erstens haben wir eine Pause-Taste und zweitens laufen hier oben Tage. Also es gibt nicht vier so komische Blups und dann ist eine Woche rum, sondern hier laufen richtig Tage. Wir starten am 1.1.1980, jetzt sind ein paar Tage schon rumgegangen. Und ja, es gibt zum Beispiel einen Trend hier für Wildwest-Spiele. Aber was ich zum Beispiel richtig geil finde, wir können uns hier einen Games-Markt angucken. Da gibt es dann richtige Rankings. Und wenn wir hier mal reinschauen, das sind die Firmen, die es bis jetzt schon gibt. Und wer jetzt glaubt, dass es diese Firmen, die es jetzt schon gibt, dass das alle sind, der hat sich geschnitten. Das werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, ist ziemlich viel möglich in dem Spiel, was wir in Game Dev Tycoon nur angedacht haben und haben gedacht, boah, wäre es cool, wenn wir könnten. Und ich glaube, hier kann man's. Das Spiel ist übrigens entwickelt von einem deutschen Entwickler, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Zumindest ist auf der Seite ein Impressum angegeben und das ist eine deutsche Adresse. Finde ich interessant. So, wir können unser erstes Spiel machen. Und als deutsche Firma haben wir ja auf Research und Management Sachen einen gewissen Bonus. Und ich bin jetzt am Überlegen, auf was wir gehen. Also dieses Spiel wird nicht so sein von dem, was ich bisher so gesehen habe, dass man alles machen kann. Also ich glaube, man muss sich da wirklich spezialisieren, wie es auch viele Software-Schmieden tun, die dann wirklich nur eine Sorte Spiel ja, programmieren. Ich bin am Überlegen, ob wir Strategiespiele machen sollen. Da können wir mit Artillerie und War anfangen. Oder ob wir lieber Adventures oder Rollenspiele machen sollen. Oder ob wir, ja, jetzt ist das dummerweise gerade weggegangen. Oder ob wir Actionspiele machen sollen, wo wir Hack and Slash. Also eigentlich heißt das ja Hack and Slay, ne? So, Action-Rollenspiel ist Hack and Slash. Slay, oder? Oder Plattformer oder Shoot'em-Ups drin programmieren können. Es ist so eine große Frage, es ist eine richtig große Frage, denn ich glaube, das hier liegt schon ziemlich ein Grundstein für das, was später kommen wird. Ich glaube, Actionspiele, die gehen immer. Simulation, Strategie können wir vielleicht auch ein paar Ausreißer machen. Adventures, RPGs, wenn die später kommen, können wir vielleicht auch ein paar Ausreißer machen, aber ich glaube, wir gehen erstmal auf Action und ich würde auch sagen, wir fangen da an mit einem Plattformer. Und was ich auch interessant finde, also die haben sich auch ein bisschen mehr Mühe gegeben, was das hier angeht. Es ist zwar nicht der Originalname, aber mit dem Atari 2600 hat meine Gamer-Geschichte angefangen. Das war da so ein Konsolending mit so einem Stick und da konntest du so eine Cartridge einstecken und da konntest du richtig loszocken. Den Commodore VZ20 kenne ich nicht, das ist aber einer der Vorgänger vom C64 gewesen. Und ja. Sinclair und also ich glaube Sinclair gab es sogar, aber mit S geschrieben. Und hier bin ich noch am Überlegen, wie der im Original hieß. Peer hieß der, glaube ich, nicht. Und der heißt ja auch Commodore und nicht Commodore, also von daher. Ja, das Problem ist, Lizenzkosten 50.000, wir haben gerade mal 50.000. Wir können also für das Ding hier schon mal nicht entwickeln. Also der größte Marktanteil hat dann der VZ20. Und mit dem fangen wir dann auch mal an. Was haben wir denn hier? Action-Plattformer. Puh, wie nennen wir den? Action-Plattformer. Was gab's denn da damals alles so? Da ging's los mit Donkey Kong und so Zeugs. Nennen wir ihn doch einfach Kong. So, wir entwickeln Kong. Wir haben einen Basic Sound und wir haben Text-Based, also sprich,
Text-Based dürft ihr euch nicht vorstellen, als dass es da drin nur Text gibt, sondern es wird Grafik mit Textzeichen und Sonderzeichen gemacht. Das sah ganz witzig aus. Und das sah, also wie soll ich das am besten ausdrücken? Also es war ziemlich simpel, aber man hat mit viel Fantasie doch was erkennen können. So, und darin machen wir jetzt unseren ersten Plattformer. Jetzt ist die Frage, was ist für ein Plattformer interessant? Ich glaube, Game Writing interessiert uns da weniger. Sound Design ist vielleicht interessant. Beim Content Design können wir mit Sicherheit ein bisschen runtergehen. Level Design werden wir wohl brauchen. Gameplay dürfte wohl interessant sein. Die Game Engine eventuell auch. Grafik auf jeden Fall. Sound auf jeden Fall. Also alles, was wir hier noch reinhauen können, finde ich, ist interessant dafür. Und ja, ich weiß nicht, Game Engine oder Gameplay, wo geben wir den Punkt noch rein? Level Design? Sound Design? Schwere Frage. Es wird sowieso schief gehen. Sage ich ganz offen. Das Spiel, es kann sein, dass wir nach 3 Folgen pleite sind. Also ich bin hier noch kein Profi drin. Ich habe, wie gesagt, das Spiel ganz frisch und andere schreiben da schon, dass sie mit Spielen 4 Millionen verdient haben unter irgendwelche YouTube-Videos. Ob man das glauben kann oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Sofern ich das nicht selbst erlebt habe, glaube ich erstmal gar nichts, was ich im Internet lese. Da wird viel geschrieben, wenn der Tag lang ist. So, ich glaube, wir pushen da ein bisschen das Level-Design noch. Und gucken mal, was geht. So, jetzt geht's los mit dem ersten Projekt. Wenn die Pause rum ist, taucht hier das Projekt auf und das hier gibt das Spiel. Oh ja, super. Das hier gibt das Spiel, da steht dann 6% und da haben wir das Projekt Targeting, also sprich, in welchen Sprachen wollen wir es machen, wie gewalttätig wollen wir es machen, wie viel Explicit Language. Ich weiß nicht, ob Explicit Language, ich glaube, das ist ein bisschen so auch ausfallende Language wie Arschloch oder sowas. Ja, also wenn man das hochsetzt, dann haben die eine ziemlich gewalttätige Sprache. Und Sexual-Content oder Sexual-Content, das ist natürlich das Gleiche, kann man dann da entsprechend hochsetzen. So, jetzt haben wir aber hier erstmal, viel Auswahl zum Thema, worin denn unser Jump'n'Run spielen soll. Aliens, Detectives, Ghost, Ice, Police. Wir haben es Kong genannt. Normalerweise müsste das irgendwie was Dschungelmäßiges sein. Machen wir mal Dschungel. So, und wenn ich jetzt hier eine Story reinschreiben will, dann habe ich hier ein Budget von 30.000 für die Story. Oder ich kann hier nochmal, also 30.000 wäre das Optimum, ne? Allerdings müssen wir ein bisschen gucken, dass wir hier ein bisschen haushalten. Deshalb 5.000 für die Story sollte reichen. Und wir versuchen es auf möglichst vielen Plattformen rauszubringen, um eben den Umsatz zu erhöhen. Korea finde ich interessant. Portugal ist ein ziemlich kleines Land. Russland ist ein großer Markt. China ist eventuell ein großer Markt. Japan ist sowieso ein Spielermarkt. Ich glaube, wir machen das einfach mal so. Wir versuchen es einfach mal mit viel Translation. Aber wir translaten nicht in alles. So. Violent, ich sag mal, so ein Jump'n'Run, das kann schon ein bisschen sein. Die Sprache soll kindgerecht sein und sexuellen Content brauchen wir eigentlich auch so gut wie nicht. Vielleicht kleine Anspielungen. Für die vielleicht später erwachsenen Spieler. So. Das Ganze wird dann kosten 11.000, 16.000 von den 50.000. Die werden jetzt direkt abgezogen. 17.000 haben sie abgezogen. Auch interessant. Und jetzt kommt noch dazu, wir haben auch Unterhaltskosten für dieses tolle Büro, was wir hier haben. Und das kommt natürlich auch dazu, dass das am Monatsende immer abgezogen wird. Am Wochenende wird ebenfalls nicht gearbeitet. Kann man hier oben im Kalender schön sehen. Und ihr seht, wir bezahlen 4.000. 2.000 sind Bezahlung für Nick Frei. Der arbeitet nicht umsonst. Und 2.000 sind Unterhalt hier ja für das Büro. Also sprich, der Entwickler, auch wenn er selbstständig ist, muss ja von was leben. 2.000 im Monat. Ratze, fatz, ist die Kohle hier weg. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir da möglichst schnell beikommen. Denn ihr seht schon, wir haben jetzt schon 8.000 gezahlt.
während der Entwicklung. Also es ist schon teuer. So, was auch witzig ist, was wir vorher auch noch nie machen konnten. Man kann hier Boxen sozusagen designen. Und ihr seht, die sehen ein bisschen abenteuerlich aus. Das war aber so in der Zeit, muss man echt dazu sagen. Also es war ein bisschen crazy, die Zeit damals. Gab es kaum Bilder vorne drauf. Ich versuche jetzt hier mal irgendwie ein Bild zu finden, was an Kong erinnert. Schwierig. Wir können ja mal sowas hier nehmen. Oh Mann. Ne, das sieht man alles nicht. Kong, eine Bombe, genau. Roter Schriftzug, blauer Schriftzug, weißer, schwarzer, ich weiß es nicht. Nehmen wir rot. Kostet übrigens 4 Dollar, das Packungsdesign. Das heißt, 4 Dollar müssen wir dann schon verdienen, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob die 4 Dollar, ich glaube, die 4 Dollar sind für jede Packung, die über den Ladentisch geht. Ja, wir haben nochmal 8.000 gezahlt. Schön. So, jetzt haben wir so einen kleinen extra Experience gained und jetzt können wir mal gucken, wo wir das reinpushen. Weil wir wollen ja steigen in gewissen Fähigkeiten und 100 bedeutet Stufe 1, 200 bedeutet Stufe 2. Wenn ich jetzt will, dass zum Beispiel Game Engine hochgeht, sollte ich Game Engine einen Erfahrungspush geben, dass ich da schneller auf Level 2 komme. So. Jetzt können wir hier einen Preis festlegen und wir sehen schon, dass 22 Dollar hier der Durchschnittspreis sind. Ja, super. Ironic Software bringt Unreal mit 73% auf den Markt. Wir kommen mit Kong. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dass wir da auch so eine gute Prozentzahl hinkriegen, sonst wird's übel. Es gibt momentan nur ein Spiel in dem Bereich für den Computer und das ist eben, wie gesagt, hier Unreal. Ich hoffe, dass wir da kräftig mitmischen können. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir mal ganz rotzefrech 25 Dollar nehmen sollen, aber ich glaube, wir versauen das eh. Gucken wir mal, was hingeht. So, erstes Spiel auf dem Markt. Wir sehen es jetzt hier schon. Oh ja, Flop. Die ersten 3 Tage schon kaum Geld mitverdient. Entsprechend werden wir jetzt gleich lernen, was wir falsch gemacht haben. Das finde ich auch super. So. Sound haben wir ein bisschen schlecht und Gameplay haben wir ein bisschen schlecht. In den Bereichen sollten wir ein bisschen uns mehr reinpacken. Content Design 3 von 10 ist also kein Problem. Da kann man relativ niedrig rangehen. Gameplay 3 von 10 ist ein bisschen arm. So, und genau so muss man rauskriegen, was genau funktioniert und was nicht funktioniert. Und das ganze Spiel wird jetzt 90 Tage verkauft. Hier oben sehen wir, dass es 95 Tagen verkauft ist und dann tickt hier so ein bisschen der Umsatz runter. Und wir können noch Research betreiben. Zum Beispiel können wir besseres Audio für 2000 entwickeln. Dauert 4 Tage. Das können wir mal mitnehmen. Und dann starten wir direkt ein neues Projekt. Wieder ein Actionspiel. Tja. Machen wir mal ein Shoot'em up. Ja, super. Also, wir versuchen jetzt einfach mal hier weiter für den Commodore zu entwickeln. Ist ja der, der das meiste abdeckt. Ja, Shoot'em up. Was könnte man da für einen Titel nehmen? Ich weiß es gar nicht. Was kann man da nehmen? Was gab's denn da alles so? Nehmen wir es einfach Soldier. Nee. Space Intruder anstatt Space Invader. Ich glaube, das passt da eigentlich mit am besten. Brauchen wir wieder nicht viel Game Design, denke ich. Soundeffekte weiß ich nicht, denke ich auch nicht. Content eventuell auch ein bisschen weniger. Level Design sollten wir hier vielleicht ganz gut reinpumpen.
Die Sounds sollten wir besser machen, die Grafik besser machen, die Game Engine und Gameplay. Ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Was richtig ist und was falsch ist, wird sich zeigen. Wenn wir ein paar Flops produzieren, sind wir eh schneller weg, wie wir gucken können. Wäre schick, wenn wir irgendwie noch mal ein bisschen Kohle verdienen. So, ja, das Ganze soll Sci-Fi sein. Oder UFO sein. Nehmen wir das Ganze mal UFO. Machen wir 5000 und versuchen auch wieder möglichst viele Länder abzudecken. Obwohl, Russland war 80 noch schwer zugänglich. Ich glaube, wir nehmen mal die 5 Hauptspieler-Länder. Da kriegen wir es vielleicht besser hin. So, wir machen das Ganze schön violent. Und ja, Sex ist da kaum drin und Sprache auch nicht. Let's go. Gucken wir mal, was hierbei rauskommt. Ich bin da, wie gesagt, ich bin kein Profi in dem Spiel. Es kann sein, dass wir die Firma ziemlich schnell gegen die Wand fahren. Es ist ein bisschen schwerer als das gute Game Dev Tycoon am Anfang. Wenn man hier allerdings mal so ein paar Sachen raus hat, denke ich, geht's ohne Ende. So, wir haben unseren ersten Fan. Also auch die kriegt man hier, aber naja, bescheiden am Anfang. Ja, wir haben jetzt 800 Units verkauft von Kong. Aber das, was wir mit Kong verdienen, ist bei weitem nicht ausreichend, um hier die ganzen Kosten zu decken. Ihr seht's, wir kämpfen da bös gegen an. Nicht pleite zu gehen. Wir brauchen eigentlich ein richtig gutes Spiel. Bald mal. Ja, und auch die Packungen hier. Ich finde es ein bisschen schade, dass die am Anfang noch so, ich sage jetzt einfach mal, langweilig wirken. Ich hoffe, dass da auch noch ein bisschen was Schöneres kommt. So, dann gucken wir mal, was hier geht. Mit Space Intruder. Damit was läuft. Wenn wir den Titel fertig haben. So, wir haben wieder ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. Ich hoffe, bald in ein paar Bereichen wieder ein bisschen besser zu werden. Aber zurzeit ist einfach nur Hoffnung angesagt, dass wir überhaupt mal Geld verdienen. So, 25.000 haben wir verdient mit dem letzten Spiel mit Kong. Das war nicht so wirklich ein Highlight. So, hier sehen wir, wie es die Leute eingeschätzt haben. Also, die Amerikaner hätten gern ein bisschen mehr Gewalt gesehen. Für die Sprache und den sexuellen Content, da war es sogar manchen zu viel. In Deutschland ist man eigentlich relativ zufrieden mit der Gewalt. Man hätte allerdings von allem gerne noch ein bisschen mehr gesehen. In Frankreich hätte man auch gern mehr Gewalt gesehen. Also ihr seht schon, dass man hier viel mehr Infos kriegt, was man hier alles so reinhauen kann. Und auch die Länder, ich finde das schön, dass die unterschiedlich sind. Zum Beispiel hier in Japan hätten ja 40% ein bisschen mehr sexuellen Content gesehen. In Russland sind sie zufrieden damit. In Deutschland hätten es gern 30% gesehen. In Amerika ist man zufrieden damit. Ist ja ein bisschen prüder, Amerika. Und die hier, die sind halt ein bisschen, da ist alles ein bisschen mehr Sex. So, Space Intruder, 20 Dollar sagen die. Wir haben hier auch Konkurrenz mit einem 58er Titel von Ocru Studios, was War heißt. Heieieiei. So richtig zum Geld verdienen kommen wir hier nicht, habe ich so einen Eindruck. Wir machen mal einen 20-Dollar-Preis für Space Intruders.
Und da geht schon ein bisschen mehr. Das sehen wir schon. Da stehen schon tausende Beträge. Da haben wir wahrscheinlich recht gut getroffen. Saun sind wir minimal vorbeigeschrammt, wie es aussieht. Also ein bisschen mehr Sound hätte uns wohl geholfen. Beim nächsten Mal, wenn wir so ein Spiel hier machen, auf jeden Fall einen Punkt mehr in Sound. Aber ihr seht schon, jetzt geht's ganz gut ab. Jetzt verkaufen wir ganz gut Einheiten, verdienen wieder ein bisschen mehr Geld und sollten jetzt uns überlegen, ob wir uns A verbessern durch Training. Und B, was wir als nächstes programmieren wollen. Ja, wenn euch das Gesehene bis jetzt ein bisschen Spaß gemacht hat und ihr wollt, dass ich das Ganze hier weiterspiele, wäre es nett, wenn ihr mir das mal in Kommentaren vermerkt, weil ich momentan so ein bisschen am Sortieren bin, was denn ankommt und was nicht. Ich will auch nicht alles überfrachten hier. Ich habe mir nur gedacht, neuer Titel, August, neues Spiel, hört sich ja ganz nett an. Game Dev Tycoon kam bei euch ganz gut an. Könnte man das hier vielleicht auch mal spielen? So, wir haben uns durch Training auch wieder ein bisschen gesteigert und könnten jetzt noch ein Training machen, 10 Tage lang für 2000, würde ich sagen, nehmen wir auch mit. Das verdienen wir ja an 2 Tagen wieder. Und alles, was wir gelernt haben, hilft. Und dann sollten wir auch zusehen, dass wir bald ein neues Spiel machen. So, was haben wir sonst noch? Game Market, da können wir mal reingucken. Ich mache mal Pause, da sehen wir das schön. Wir haben hier jetzt im Game Market zwei Spiele untergebracht, nämlich einmal Kong von Frei Software, Action-Plattformer, für $25 auf den Markt gekommen, am 2.4.1980 und hat sich 1199 mal verkauft. Und wenn wir dann hier oben gucken, dann haben wir Space Intruder für $20 auf den Markt gekommen und hat eine bessere Wertung mit 69%. City und Heart sind natürlich ganz oben dabei. Es gibt momentan 57 Spiele. Und was auch interessant ist, ihr seht hier, die Liste ist schon länger geworden von Spieleentwicklern, die uns Konkurrenz machen. Ich bin mal gespannt, wo das Ganze hinführt. Und ich bin mal gespannt, wie lange wir es überhaupt schaffen, das Ganze hier durchzuhalten. Also bis wir dann sozusagen hier das finanzielle Zeitliche segnen. Wie gesagt, wenn es euch Spaß gemacht hat, schreibt mir mal in die Kommentare, lasst mal ein Like da, dann weiß ich, dass das hier auf jeden Fall weitergehen soll. Und ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick frei zockt. Ja, und jetzt wollte ich gerade Game Dev Tycoon sagen, weil es einfach so ähnlich aussieht, aber es ist wirklich nur ansatzweise ähnlich. Das Ganze hier heißt Gamers, oh Gott, jetzt muss ich selbst nochmal gucken hier. Alter, der Titel, ich finde den Titel ein bisschen kompliziert, gebe ich offen zu. Ich habe es vergessen. Irgendwas mit Gamer, Make Games oder irgend sowas. Ich habe schon wieder völlig verdrängt. Alles gibt's nicht. Kann doch nicht sein. Da sehen wir nochmal einen letzten Test. Das ist mal eine grandiose Vorbereitung, oder? Ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. Das ist grandios. Ja gut, ich sage trotzdem erstmal danke fürs Zuschauen und den Titel entnehmt ihr bitte meiner Videobeschreibung. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye.